jetzt kommt sie. Ja, jetzt kommt sie, die Ehrengarde des französischen Staatspräsidenten. Drunter tat er's nicht. Seit 1989 lud Robert Leonardi alle zwei Jahre ein neues Gastland zu den Musikfestspielen Saar ein. In all seiner musikalischen Vielfalt und Prominenz. Stardirigenten wie Kent Nagano und die besten Orchester der Welt. Und sie kamen alle. Und trafen auf ein dankbares und immer zahlreicheres Publikum. Wir suchen im Moment nur Stühle, wir suchen überall Möglichkeiten, damit wir alle Leute unterbringen. Die Nachfrage ist riesig und von daher ist es natürlich zunächst einmal von der Seite aus gesehen ein toller Erfolg. Das Rezept für den Erfolg? Unbekümmertheit. Warum nicht eine Weltklasse-Pianistin wie Hélène Grimaud mit den Merziger Wölfen heulen lassen? Niedrigschwellige Angebote für Klassik-Neulinge und Überraschendes für die Kenner. Das war Leonardis Konzept. Es ist nicht nur irgendein blödes Geheul, sondern der Alpha-Wolf singt genau eine Oktav höher als alle anderen. Und dadurch entsteht fast ein Männerchor. Apropos Männerchor. Den vielleicht skurrilsten Beweis, dass Musikfestspiele nicht unbedingt nur ernste Musik bieten müssen, lieferte ein Schreichor aus Finnland. Es gibt nur einen einzigen Schreichor auf der ganzen Welt, wenn man vielleicht vom Kindergarten mal absieht, da wird auch geschrien. Aber so konzentriert und so gepflegt geschrien wird halt eben nur in Finnland. 11 Länder und ungezählte Musiker, von Riccardo Muti bis Bob Dylan, hat Leonardi ins Saarland geholt. Ich darf Sie im Namen der Internationalen Musikfestspiele Saar ganz, ganz herzlich begrüßen. Seit 2013 leitet sein Sohn Bernhard Leonardi das Festival. Den Gründervater sah man zuletzt nur noch als Zuschauer bei den Konzerten.